Was ist denn jetzt los? Geht denn dieser Dad jetzt auch noch unter die Koch-Influencer? Normalerweise, wenn YouTuber mit so einer Kiste auftauchen, machen sie Werbung. Heute ist das nicht so. Ich möchte einfach nur meine Erfahrungen teilen, denn ich benutze HelloFresh tatsächlich seit 2021 regelmäßig jede Woche. Ich bin überhaupt kein Koch. Ich habe im Zivildienst gelernt, wie man Spaghetti macht und später oft so Fertigfutter zusammengerührt im Studium. Dann habe ich so ein paar Rezepte gelernt, Pfannkuchen mit Blumenkohl oder so, und die dann immer die gleichen Sachen gekocht. Und ich muss zugeben, meine Ex-Frau war diejenige, die hier in dieser Küche immer regelmäßig kochen musste, und ich habe mich einfach hingesetzt und gegessen. Das hat sich vor ein paar Jahren geändert und ich habe dann angefangen, selber zu kochen. Vor allem aber war mein Problem, dass die Kinder vegetarisch gegessen haben, und da hatte ich nun überhaupt keine Ahnung. Die paar Gerichte, die ich konnte, waren eben oft mit Fleisch. Und vielleicht muss ich noch vorausschicken, ich bin so jemand, der gerne nach Rezept kocht. Ich suche mir sogar, wenn ich Pfannkuchen mache, ein Rezept und arbeite das dann ab. Alle, die jetzt die Hände über den Kopf schlagen und sagen, ah, ich bin kreativ, ich mache das aus der Lameng, wie man so schön sagt, ich nicht. Ich mache nach Rezept, und deswegen dachte ich probiere mal HelloFresh aus. Bei HelloFresh meldet man sich einfach an, lädt die App runter und dann wählt man aus, was so das Grundgericht ist, was man möchte. Damals waren das vegetarische Sachen. Ganz am Anfang haben wir sogar Thermomix ausgewählt und zweimal in der Woche haben wir einfach standardmäßig Essen bestellt. Das heißt, dass einmal in der Woche ein Paket kommt, in dem genau die abgezählten Zutaten für diese beiden Gerichte, die man sich ausgesucht hat, drin sind. Das mit dem Thermomix war uns nach kurzer Zeit zu viel Spülerei. Das ist zwar nett, wenn man das alles in diesem einen Ding macht, aber wenn man nach jedem Kräutern, die gehackt sind, das Ding auswaschen und putzen muss, dann macht es irgendwie auch keinen Spaß. Also sind wir auf die traditionelle Kochmethode umgestiegen. Am Anfang waren vor allem eben Veggie-Gerichte im Vordergrund. Seit einem Jahr ungefähr achte ich mehr auf proteinreiche Ernährung. Deswegen ist Lachs, Fisch und Hühnerfleisch sehr regelmäßig bei mir im Speiseplan. Aber zusätzlich zu den zwei Gerichten bestelle ich eben oft auch noch weitere Gerichte, Veggie-Gerichte. Im Großen und Ganzen läuft es so ab, dass, wenn man nichts weiter tut, man einfach regelmäßig zwei Gerichte aus der gewählten Grundeinstellung zugeschickt bekommt. Das mache ich nie, sondern ich gehe immer, spätestens bis Freitag muss ich da reingehen, und dann wähle ich die meistens erstmal ab und suche mir andere Gerichte aus, die meinen Vorlieben entsprechen. Fit und vital, wenig Kalorien, proteinreich, so. Und die Kalorien, die ich dann gespart habe, die haue ich dann beim Nachtisch nochmal kräftig drauf. Meistens bestelle ich also nicht nur die zwei Gerichte, sondern noch ein drittes. Ich bestelle tatsächlich immer zwei Portionen, auch wenn wir das zeitweise zu dritt geteilt haben. Die Frauen und Kinder in meinem Haushalt waren immer so genügsam, dass das gereicht hat. Ganz gelegentlich haben wir auch mal doppelte Portionen bestellt, wenn ich Gäste hatte, sodass wir dann zu viert oder auch zu sechst hier das Gericht gekocht haben. Dann kommen einfach die zweifachen oder dreifachen Mengen. Einmal gab es auch ein Weihnachtsmenü. Sehr regelmäßig habe ich Desserts bestellt. Ich mag vor allem die Mousse au Chocolat und auch die vegane Mousse, die ist sehr lecker. Und ganz gelegentlich auch mal Suppen. Und das ist es so im Wesentlichen, was wir bestellt haben. Wenn alles gut läuft und man am Freitag richtig alles bestellt hat, kommt dann am Mittwoch ein Paket. Da gibt es zuverlässigere und weniger zuverlässige Paketdienste. Im Großen und Ganzen hat das geklappt. Und da gibt es dann für jedes gewählte Gericht so eine Tüte, eine Rezeptkarte, auf der beschrieben ist, was man zu tun hat. Und alles, was gekühlt werden muss, ist in diesem Papierbeutel drin, zusammen mit solchen wassergefüllten und gefrorenen Kühlpacks, an die dann zum Beispiel Fleisch oder Fisch mit Gummis dran gebunden ist. Und klar, der Sinn der Sache ist, dass die Sachen frisch zu einem kommen, nicht verderben. Und das muss man schon sagen, es wird insgesamt hauptsächlich eben mit Pappe, Papierresten, solchen Mitteln gearbeitet. Und wenn man bei den Kühlpacks das Wasser ablässt, dann sind die eben recycelbar. Logisch. Mein heutiges Gericht ist ein feines gebratenes Lachsfilet auf Porree-Gemüse mit Parmesankartoffeln und Schnittlauch-Senf-Dip. Was dafür untypisch ist, ist, dass hier 30 bis 40 Minuten Kochzeit steht und es hat 896 Kalorien. Meine Gerichte haben normalerweise 600 ungefähr. Also ich bin da ein bisschen sparsam mit den Kalorien. Also heute gibt es ein üppiges Essen. Da ist hier also zunächst mal der Lachs, ein Parmesankäse, eine saure Sahne und ein Porree. Die waren in der gekühlten Box. Und in der Papiertüte finden wir dann noch Kartoffeln, Zwiebeln, Kräuter, einen Weißwurstsenf und eine spezielle Hello Paprika Gewürzmischung. Ihr seht also, Verpackung ist natürlich schon dabei, das geht in den gelben Sack. Auf der anderen Seite sind eben viele von den Zutaten
genau in der Menge da, die ich sie brauche. Das heißt, ich habe normalerweise nie Abfälle oder verdorbene Lebensmittel, die ich nicht gekocht habe, sondern ich habe immer genau das, was ich brauche. Und das war auch mit der Grund, warum ich damals das gemacht habe. Was ich tatsächlich immer nervig finde, sind die Kräuter. Da sind auch gemischte Kräuter. Jetzt ist da, glaube ich, Schnittlauch und Petersilie. Da muss man die erstmal auseinanderklauben und waschen und trocknen und hacken und so weiter. Ich weiß, frische Kräuter sind natürlich das A und O in der Küche. Da wäre es mir jetzt lieber, ich hätte einfach 5 Kräuter, die immer wieder vorkommen, und hätte die frisch auf dem Fensterbrett stehen. Und dann bräuchte ich nicht diese Tüten. Oder noch bequemer, ich hätte einfach schon ein paar gehackte und eingefrorene im Eisfach und würde mir immer die holen, die ich gerade brauche. Auch hierzu gibt es eine Anmerkung. Es gibt eben diese speziellen HelloFresh-Gewürzmischungen. Die machen, dass das Zeug wirklich gut schmeckt. Und gleichzeitig, ja, ohne diese Dinger schmeckt das nicht. Ich mag am liebsten die Gerichte, die ohne sowas auskommen, weil die kann man dann auch ohne weiteres einfach nachkochen und selber einkaufen. Und die schmecken dann auch gut. Und hier hätte ich eigentlich lieber gerne, dass man einfach ein Glas HelloPaprika-Gewürzmischung kaufen kann und immer, wenn man es braucht, dann halt einen Löffel rausnimmt und nicht jedes Mal so ein Tüchchen kriegt. Ein Wort zum Thema Frische. Man muss sagen, die Lebensmittel sind normalerweise frisch. Bei den Kräutern kann es sein, dass sie auch mal matschig sind. Und gelegentlich ist auch mal ein Knoblauch matschig, faul oder verschimmelt. Das kann schon vorkommen. Im Großen und Ganzen sind die Sachen frisch. Aber man muss ein bisschen aufpassen, weil gerade bei Fisch und Fleisch es oft vorkommt, dass die nur sehr kurz haltbar sind. Und wenn ich am Mittwoch das Essen kriege, dann kann es sein, dass der Fisch nur noch bis Freitag und das Fleisch nur noch bis Samstag haltbar sind oder sogar noch kürzer. Aber das macht dann nicht so richtig Sinn, weil ich will ja eigentlich für die ganze Woche Essen haben. Und da wäre es mir lieber, wenn die Sachen länger frisch blieben. Ich lege mir meistens erstmal alles hin, um zu schauen, ob auch alles da ist. Und zum Beispiel gestern habe ich dann festgestellt, es fehlt was, es gab keine Lauchzwiebeln. Das kommt häufiger mal vor. Dann kann man in die App gehen und relativ simpel diesen Fehler melden und dann kriegt man zum Beispiel in dem Fall von den Lauchzwiebeln 80 Cent gutgeschrieben. Das Problem ist eigentlich eher, ich kann das Rezept halt nicht richtig kochen und wenn ich keinen Knoblauch habe und ich habe auch keinen zu Hause oder keine Lauchzwiebeln, dann schmeckt es halt nicht so gut. Es kommt auch mal vor, dass irgendwas ausgegangen ist und dann gibt es was anderes. Und ich hatte einmal eine Woche, da waren die Zucchini ausgegangen und dann hat man halt stattdessen Auberginen gekriegt. Jetzt muss man wissen, dass ich keine Auberginen mag. Das heißt, ich hatte 2 Gerichte mit Auberginen statt Zucchini und das gefällt mir dann auch nicht so richtig. Also sowas kommt dann schon mal vor. So, bei dem heutigen Gericht steht jetzt, es dauert 30 bis 40 Minuten. Dazu muss ich sagen, ich schaffe diese Zeit nie. Das dauert meistens etwas länger, also es könnte heute ein spätes Abendessen geben. Ach ja, und das ist natürlich eigentlich klar. Olivenöl, Salz und Pfeffer und auch ein Honig sollte man natürlich schon zu Hause haben. Also die muss man selber mitbringen. Das Gemüse wird im Backofen gemacht, deswegen heize ich den jetzt erstmal vor. Und jetzt werden erstmal Kartoffeln geschält und Zwiebeln. Beim Gemüse denke ich mir manchmal, dass sie vielleicht auch Gemüse reintun, das sonst im Supermarkt nicht verkauft würde. Also was nicht so ganz gerade ist oder so. Also noch gut im Geschmack und allem, aber eben nicht so toll aussieht. Das ist nur so eine Vermutung. Wenn das so wäre, fände ich das absolut okay. Dass man beim Zwiebelschneiden nicht durch die Nase atmen darf, muss ich euch ja wahrscheinlich nicht erzählen. Das wisst ihr selber, oder? Es gibt auch immer mal wieder Arbeitsschritte, die finde ich ein bisschen unsinnig. Zum Beispiel, dass man jetzt die Kartoffeln, die Zwiebeln aufs Backblech tut und dann mit Salz, Pfeffer, Öl und Hartkäse auf dem Backblech vermischt. Das mache ich dann einfach lieber in der Schüssel, das geht für mich auch. Also vielleicht an der Stelle noch eine Bemerkung. Dass die Zutaten schlecht sind, kommt eigentlich sehr selten vor. Es ist häufiger, dass sie einfach fehlen. Es fehlen auch mal die Rezepte, dann heißt es, leider war kein Drucker mehr da. Diese Sachen kommen relativ häufig vor. Also ich habe fast jede Woche, spätestens jede zweite, irgendeine kleine Beanstandung und sei es auch nur eben fehlende Lauchzwiebeln im Wert von 80 Cent. Timer Lauch auf 15 Minuten. Habe ich schon gesagt, dass ich es hasse, die Kräuter auseinander zu sortieren? Dass man saure Sahne und süßen Senf zusammenrühren kann, darauf würde ich selber auch nicht kommen. So, und jetzt haben wir so ein klassisches Rezeptkochproblem. Denn ich bin jetzt gerade so weit, dass der Fisch in der Pfanne brutzelt. Und der sollte jetzt noch 8 bis 10 Minuten zum Porree in die Auflaufform. Aber der Porree ist eigentlich schon fertig. Und das passiert eigentlich ziemlich häufig, weil die Timings mit Musikerhänden irgendwie nicht zusammenstimmen. Ich habe auch schon häufiger gelesen, dass auch andere Leute, die häufiger kochen, mit den Rezeptzeiten so ihre Probleme haben.
So, jetzt hoffe ich, dass der Fisch gar wird und der Porree nicht verbrennt und die Kartoffeln. Mal schauen, werden wir gleich uns anschauen. Ein kleines Fazit von mir nach 3 Jahren HelloFresh. Das Erste, was ich sagen muss, ist, dass mir das Essen fast immer gut schmeckt. Das sind oft Sachen, die ich nie kochen würde, auch mit Quinoa und mit allen möglichen Gewürzen und orientalisches Essen und vegetarisch und Fisch und Fleisch. Und mir hat eigentlich fast alles immer absolut gut geschmeckt. Und vieles von dem habe ich häufiger bestellt, weil es mir einfach so gut geschmeckt hat. Das Preis-Leistungs-Verhältnis finde ich persönlich eigentlich sehr gut. Ich habe einmal ein Rezept nachgekocht, beziehungsweise mir sind mal Zutaten verdorben, weil ich nicht aufgepasst habe. Und dann habe ich die nachgekauft, Fisch und Fleisch. Das war viel, viel teurer, als wenn man es hier gekauft hätte. Das war jetzt gerade heute eines der teuersten Gerichte, die man überhaupt machen kann. Dieses Lachsstück, das hat einen Aufpreis, einen entsprechenden. Aber ansonsten liegen die, wenn ich das richtig erinnere, so irgendwo zwischen 6 und 9 Euro, je nachdem, wie viel man bestellt. Ist natürlich die Frage bei den Preisen, wie die Einkaufspolitik ist. Ich vermute, dass Bio da eher Fehlanzeige ist und ich hoffe, dass, also der Lachs sah jetzt gut aus, aber ich hoffe, dass das einigermaßen in Ordnung geht mit dem Fisch und dem Fleisch. Wie gesagt, vom Eindruck her ist es gut, es sieht nicht billig aus. HelloFresh sagt ja auch nicht, dass es Bio macht, sondern regional in erster Linie. Wobei regional heißt, dass sie viele Lieferanten haben, die in der Region von ihrer Bremer Großbaustelle da ist, wo das alles zusammengesammelt und dann verschickt wird. Finde ich aber auch in Ordnung, weil hinterher wird es ja sowieso versandt. Ob es nun bei mir in den Supermarkt geschickt wird oder gleich zu mir, ist ja auch egal. Und wenn Sie dann aus der Region die Lebensmittel holen, ist es ja schon mal ganz okay. Ich vertrage das Essen ziemlich gut und das ist auch nicht selbstverständlich. Das ist darauf zurückzuführen, dass zum Beispiel kein Glutamat drin ist und dass es wirklich natürliche Zutaten sind. Das sind alles Sachen, wie man so schön sagt, die meine Großmutter gekannt hätte. Und deswegen muss ich eigentlich kaum pupsen oder so irgendwas. Ganz gelegentlich sind mal Zwiebeln dabei, die muss man vielleicht dann andünsten, obwohl es nicht drin steht, wenn man sie nicht so gut verträgt. Ich esse relativ viel Gemüse und jetzt im Moment auch Proteine und das hätte ich sonst wahrscheinlich nicht hinbekommen, weil ich nicht so einfallsreich war mit dem Kochen. Und so suche ich mir einfach jede Woche aus einem großen Repertoire an funktionierenden Rezepten das aus, was ich will und lasse es mir schicken. Für mich ist das eine super Lösung. Die regelmäßigen und aus meiner Sicht auch häufiger werdenden Mängel bei der Lieferung, bei vergessenen Zutaten, bei ersetzten Zutaten, die nerven mich ein bisschen. Es ist ja schön, wenn man dann in die App gehen kann und das regulieren kann. Mich interessiert in dem Moment, wo ich anfange zu kochen, dass alles da ist und nicht, dass ich 80 Cent dafür bekomme, dass was gefehlt hat. Ich denke, Marktgänger, die auf frisch gekochtes Essen stehen und es schon immer tun und gerne kochen und leidenschaftlich und eine tolle Ausrüstung und eine tolle Küche haben, die werden kein HelloFresh brauchen. Für mich ist es auf jeden Fall eine Steigerung zu dem, wie ich bisher und früher gekocht habe. Und insofern haben sich die letzten 3 Jahre gelohnt. Ich glaube, ich habe regionaler, gesünder und ja, ausgewogener mich ernährt als zuvor. Und insofern war das für mich insgesamt eine positive Sache. Ich bin sicher, ihr habt viele Anmerkungen zu meinen Kochkünsten. Schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Wenn jemand von euch Interesse hat, auch mal HelloFresh auszuprobieren, gibt es ja zahllose Coupons und Möglichkeiten im Internet. Ich habe auch noch so ein paar Freundschaftswerbungs-Coupons. Wenn ihr mir also eine Privatnachricht schickt, dann schicke ich die euch gerne zu. Ansonsten finde ich, das sieht ziemlich gut aus. Es hat etwas mehr als eine Stunde gedauert, also nicht 30 bis 40 Minuten. Und jetzt sollte ich essen, solange es noch warm ist. Also liked dieses Video bitte, abonniert meinen Kanal und seid auch nächstes Mal wieder dabei. Bis dahin, euer dieser Dad. Fandest du dieses Video gut? Dann lass mir gerne ein Abo da und die beiden Videos könnten dir auch gefallen.